Hallo Rennerfreunde, wie beim letzten Mal erwähnt, möchte ich gerne die SQL Compact 3.5 Datenbankanwendung aus meinem Spiel rausnehmen und durch die XML-Datei ersetzen. So einfach das auf den ersten Blick auch alles aussieht, ist es doch recht kompliziert. Wie man schon sehen kann, sind einige schöne neue bunte Bildchen hinzugekommen. Da werde ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Im Grunde genommen ist das jetzt so die gleiche Tabelle wie vorher auch. Ich finde, der Aufbau ist eigentlich schon fast genauso einfach wie mit Redis. Aber das wird hinterher noch gewaltig. Das ist ein ganz mächtiges Teil. Da kann man noch eine ganze Menge mehr mitmachen später. So wie es jetzt hier ist, kann ich mir das hier mal eben anzeigen lassen im Browser. Sieht das dann so aus? Mir persönlich reicht es so. Es ist aber jetzt für den User nicht besonders schön. Also muss man da noch ein bisschen was dran tun. Die Grundidee ist eben, dass diese XML-Datei wirklich nur für die Daten da ist. Wenn man es jetzt also ein bisschen schön haben will, muss man das nochmal extra tun. Füge ich das erstmal so hinzu. So. Nun habe ich also, das ist quasi die einfachste Formatierung. Jetzt ist diese Baumstruktur, es wird nicht mehr angezeigt, aber jetzt wird selbst mir ein bisschen, finde ich das selber ein bisschen ungemütlich. Deswegen muss man das schon ein bisschen ausführlicher machen. Und zwar diese Referenzierung auf die XSL-Datei. XSL ist jetzt quasi nur für die Formatierung zuständig. Und dafür muss man dann eben eine komplett neue eigene Datei anlegen, die nur die Formatierungsoptionen enthält. Und als XSL-Datei gespeichert wird. Und nochmal zur Erinnerung, XSL ist hier oben die Referenzierung. Und wenn ich das XML-Dokument jetzt nochmal aufrufe, habe ich das jetzt hier schon mal recht ansehnlich formatiert. So weit, so gut. Die Leute, die mein Spiel kennen oder auch die gesamten Videos, die ich mal dazu gemacht habe, wissen, dass ich das meistens in meiner Konsole mache. Und wir haben also die XSL-Datei, die Formatierungsdatei. Und jetzt versuche ich also hier mit der, das wird hier auch wieder aufgerufen, die XML-Datei wird aufgerufen. Und jetzt versuche ich das gleiche halt mit der Konsole, ist mir noch nicht ganz gelungen. Aber ich bin jetzt schon mal ein ganzes Stück weiter als vorher. Gut.